Hey und hallo, es ist jetzt das vierte Video, das ich probiere zum Thema EMBW und Ladekarten und so weiter. Also jetzt machen wir es einfach mal ganz kurz. Also die Preiserhöhung finde ich scheiße, ganz ehrlich gesagt, die freut mich überhaupt nicht. Das hat zu dem Geld, hat es natürlich auch noch den Effekt, dass man eine Tendenz hat, dass sogar so große wie EMBW einfach in die Richtung geht von Preiserhöhung. Dass das Dieselfahrzeug jetzt plötzlich wieder genauso günstig oder vielleicht sogar noch günstiger im Unterhalt ist als ein Elektroauto, das kann nicht die richtige Richtung sein. Das kann es einfach nicht sein. Es tut mir leid. Und als dritter Punkt ist, dass das Ganze einfach jetzt wieder komplizierter wird. Das Geile war wirklich, ich habe einfach eine Karte genommen, ja, zack, nimmst die Karte und hältst es hin und weißt, du zahlst immer den Preis, egal wo. Das war einfach, das war gut, das war klar. Und das geht auch jetzt verloren. Jetzt wird es kompliziert. Und welche Uhrzeit, was für Auto, was für Ladesäule, was für was auch immer. Werden wir alles hinkriegen, das kriegen wir alles hin. Aber es ist nicht besser. Es macht es nicht besser. Das muss man einfach so sagen. Ich verstehe es nicht, warum der Schritt jetzt da ist. So. Zweites Thema und. Zweites Thema ist, ich werde noch was über den Chris von Carmaniac sagen, beziehungsweise nicht über den Chris, sondern zu Carmaniac, zu dem Beitrag selbst sagen. Und ich habe auch noch eine Lösung für, also mögliche Lösungen jetzt für Münchner und Umgebung, beziehungsweise eine Idee für andere auch. Kurz zu Carmaniac. Carmaniac und Chris, also. Ich finde super, erst einmal den Kanal finde ich super, hat mein Abo und das behalte ich natürlich dann auch. Ich finde die Beiträge toll, er ist immer sehr unterhaltsam, sehr spaßig. Hat natürlich auch den Punkt, dass er sagt, er ist immer straight und klar und sagt seine Meinung und so weiter. Und da muss ich sagen, okay, also das EMBW-Video, dass der Preis erhöht wird und dass er das Interview geführt hat, das hätte vielleicht bissiger sein können, okay. Passt alles, aber wir haben es als erste erfahren von ihm, was ich wieder gut finde. Ja, das heißt, er ist gut vernetzt. Von daher ist es in Ordnung und dass das erhöht wird, ist ja nicht ein Chris-Thema. Aber Chris, was schon ein Thema ist, also ich verstehe es überhaupt nicht. Du hast so viele Abonnenten und du solltest dich aus meiner Sicht wirklich dann da auch mehr einsetzen und zwar. Wie kannst du denn in dem zweiten Video, das du rausgebracht hast, das ist dein Handyvideo gewesen, das ja auch toll ankommen ist, wo viele Resonanz war, eben genau aus dem Grund raus, weil es einfach so ein Thema ist, das jetzt ja alle bewegt irgendwo. Wie kannst du sagen, dass einer, der nicht zu Hause laden kann, eher am Arsch ist? Ja, also, oder den Schmerz hat. Ja? Wie kommst du denn auf sowas? Also jetzt sitze ich nämlich da, ich habe keinen Juice Booster, ich habe keine Ladeinfrastruktur bei mir und auch keine Möglichkeit dazu, sondern ich muss öffentlich laden. So, und ich schaffe das auch und es klappt auch und man kann das organisieren, das ist nicht das Problem. Also wie kann man denn so eine Aussage wie kannst du denn so eine Aussage machen? Also das hat mir echt wirklich gebeutelt. Vor allen Dingen, dass man dann sagt, das empfehle ich einfach nicht. Ja, okay. Also dein Schwager hat die Erfahrungen gemacht, es gibt andere Erfahrungen auch, es ist alles okay. Wenn man nicht so ganz blauäugig hingeht und nicht so ganz naiv, dann kann man das auch alles hinkriegen. Und die zweite Aussage, selbst Pionier der Elektromobilität, so ein Blödsinn. Inzwischen sind wir eigentlich in dem Maß angekommen, dass man das Ganze einfach ebnen muss und nicht immer Pionier ist. Und so nach dem Motto, wenn ich mir das nicht leisten kann, dann soll er halt wieder Diesel fahren oder wie? Das kann es auch nicht sein. Nein. Also was erwarte ich mal? Ich erwarte mal Einsatz dafür, dass die Preise einen Deckel kriegen. Ja, du hast schon so oft eben auch was bewegen können. Es gibt andere Kanäle, die können auch viel bewegen. Man muss sich eben in die Richtung dann auch ja, dazu bekennen, dass man sagt, es muss eine Deckelung geben selber. Es gibt genügend. Wir sind zufrieden mit dem tollen Service von EMBW oder auch ganz vielen anderen. Wir freuen uns, dass jeden Tag eine neue Säule aufgestellt wird. Aber die wird erstens auch bezuschusst, auch von uns, von den Steuergeldern. Zum Teil, ich weiß, ich habe ja alle Videos gesehen von dir. Na okay, fast alle. Und
Also ich würde mir einfach mehr wünschen, bitte setz dich da mehr ein. Ja? Also setz dich da mehr ein, denk auch an die, die eben nicht diese Möglichkeit haben wie du, jetzt gerade Garage und auch die Möglichkeit dazu zu laden. Die habe ich nicht und ich möchte trotzdem elektrisch fahren und ich bin aber auch kein Millionär. Ja gut, ich meine, du könntest mal was spenden, vielleicht wird es ja noch, aber ansonsten gut. So viel zu dem und jetzt will ich es aber dabei belassen. Also um das klar nochmal zu unterstreichen, Kanal gut, Show gut. Beiträge gut, immer gut vernetzt und schnell dabei, also auch neue Autos und so weiter, alles super, sehr unterhaltsam. Aber wenn du dich über irgendwas aufregst, dann reg dich bitte jetzt auch über das auf und setz dich dafür ein. Das wäre echt der Wunsch. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Lösung. Was können wir denn eigentlich jetzt machen? Ja, es ist ja schon angesprochen worden, dass EnBW keine Ladesäulen in München hat für AC-Laden. Und so weiter, aber da sind wir einfach bei dem. Ich weiß nicht, ob das jetzt Werbung ist. Ich mache jetzt einfach mal Werbung wahrscheinlich für die Stadtwerke München. Die haben, ich glaube, dass die, egal wo man lädt, schnell laden, langsam laden, wenn du mit den Stadtwerke München laden kannst, kostet glaube ich immer 38 Cent. Die Karte kostet glaube ich einen Fünfer, dass man sich den bestellt. Grundgebühr ist da keine, braucht man keine. Man kann also praktisch da überall laden. Und das gibt es in München auch. Also es gibt in München gibt's genügend Laden, ja genügend nie, aber gibt Ladesäulen, die man da verwenden kann. Und das ist eigentlich auch der Tipp. Schau doch einfach mal jetzt, ob du nicht doch noch irgendwie von deinen Stadtwerken vor Ort eine Karte hast. Das bieten jetzt immer mehr an. Ich habe da wirklich nochmal rumgeschaut und viele haben auch so einen Verbund dazu. Und die sind bei den Preisen noch, ja, noch in der Richtung da unterwegs. Und ich hoffe, dass das auch nur länger so bleibt. Also im Moment weiß ich noch nichts von irgendeiner Erhöhung. Aber gut, es ist jetzt, was ist jetzt, Ende Mai. Schauen wir mal, wie lange das dauert, ob da auch irgendeine Anpassung kommt oder nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Also mein Tipp, schaut bei euren regionalen Stadtwerken nach, ob die auch irgendwie so Ladesäulen oder Ladekarten anbieten. Oft ist es so, Stadtwerke München ist es auf alle Fälle so, das wäre zur Lösung, wenn man in München wohnt und da halt eben eine Möglichkeit hat, dann eben zu laden. Gut, das ist jetzt mein Video. Ich habe mich jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, das ist nicht zu so schlimm und nicht auf gar keinen Fall persönlich soll das sein, sondern geht es mir echt um die Sache dazu. Und ich freue mich, wenn ich eure Kommentare höre, auch diejenigen, die andere Meinung sind natürlich, aber auch diejenigen, die zum Beispiel so wie ich keine Ladestation zu Hause haben, das würde mich auch interessieren, wie ihr das denn macht, ob bei euch die Ladeinfrastruktur soweit okay ist. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch gerne mal irgendwo nochmal ein Video machen, wie ich das eigentlich handle und dass es an sich, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, wie man lädt oder wie man das halt eben in seinen Alltag selber einbaut, dann ist es wirklich machbar und nicht so dramatisch. Okay, das war's. Bis dann, ciao. Ach, und nie vergessen, Referral Code. Immer den Link aufrufen zum Bestellen. Ganz wichtig.